Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Pinnwand-Ausgabe für den Monat Oktober. Sie werden staunen über unsere Location, wie das heute sagt. Wir begrüßen Sie nämlich aus der Genussfabrik in Trier-Heiligkreuz. Und Gastgeber hier in diesem Haus ist das Ehepaar Stoller, Jörg und Silvia Stoller. Herr Stoller, Genussfabrik, als der Frank mich angerufen hat, gesagt, wir nehmen die Sendung in der Genussfabrik auf, habe ich mir ja vorgestellt. Fabrik, aha, riesig und in einer Fabrik, da geht das zu wie am Fließband, aber hier scheint das ganz anders zu sein. Ja, also Fließbandarbeit machen wir nicht, ganz im Gegenteil. Der Name Genussfabrik springt daher, dass wir sagen, wir fabrizieren Genuss und also in keinster Weise irgendeine Massenproduktion, sondern eigentlich eher eine Manufaktur. Mhm. Genuss ist ja etwas für den Gaumen, einmal sage ich jetzt in flüssiger Form, aber auch in fester Form. Bleiben wir zuerst mal bei der festen Form. Sie machen Themenabende und man kann aber auch so einfach hier abends vorbeikommen. Erzählen Sie uns mal ein bisschen. Ja, also wir haben eine ganz normale Speisekarte. Für abends Donnerstag, Freitag und Samstag abends haben wir geöffnet. Ansonsten die Woche über bieten wir einen ganz leckeren Mittagstisch an. Und über dem hinaus gibt es bei uns verschiedene Themenabende, ein Abend am Meer, Wald und Wiese, wo wir bestimmte Themen aufgreifen und dann eben ein sehr hochwertiges 4-, 5- oder 6-Gänge-Menü dazu anbieten mit begleitenden Weinen. Und das sind so unsere Highlights, die wir hier im Bistro bei uns anbieten. Für solch einen Abend mit einem Themenabend muss man sich anmelden oder kann man so einfach spontan vorbeikommen? Also unbedingt anmelden. Die Themenabende sind sehr schnell immer ausgebucht, sehr begehrt und Reservierung ist zwingend notwendig, ja. Wie kamen Sie überhaupt darauf, sagen wir mal, sowas anzubieten? Ich habe gesehen, Sie sind Metzgermeister und Ihre Frau Metzgermeisterin. Also das ist ja auch ein, sage ich jetzt mal, in diesem Handwerk nicht so alltäglich, dass man Frauen findet. Wie kommen Sie dazu, hier dieses Haus zu eröffnen? Erzählen Sie uns auch mal ein bisschen zu der Historie hiervon. War das schon immer so oder sah das mal anders aus? Es sah mal anders aus, aber eigentlich war es auch schon immer so, weil in diesem Haus war eigentlich immer Metzgerei und Gastwirtschaft. Das war früher die Gastwirtschaft Thul, Metzgerei Thul. Durch den Krieg ist das Haus von einer Bombe getroffen worden und dadurch hat sich die Front etwas verändert und die ganzen Räumlichkeiten sind ein bisschen verschoben, aber vom Prinzip her war es immer so. Drüben war ein Metzgereiladen, hier hinten die Produktion, die gibt es jetzt nicht mehr. Da ist jetzt Küche und Lager und Sozialräume und hier war immer eine Gastwirtschaft. Wir haben begonnen mit der Genussfabrik drüben, haben einen Laden eröffnet, versucht mit regionalen Produkten, vielen ausgemachten Salaten und Fleischspezialitäten und vegetarisch und veganer Kost unsere Kunden zu begeistern und haben dann vor 2 Jahren die Kneipe hier übernommen und dann eben ein Bistro, ein Restaurant draus gemacht und so ist dann die Genussfabrik im Runden mit Verkauf, mit Laden, mit Catering und mit Bistro-Restaurant dann eben zu dem gewachsen, was es heute ist. Ich habe mir vor der Sendung mal drüben den Verkaufsraum angesehen und da sind ja viele Sachen, die also auch fertig sind, die man praktisch nur mehr noch, sage ich jetzt mal, in den Ofen hineinschieben muss, wo man nicht mehr die große Arbeit in der Küche hat. Wer bereitet die Sachen alle vor? Die mache hauptsächlich ich oder mein Sohn oder mein Mann. Und wir haben es auf das Ziel gesetzt, die Hausfrau hat ja wenig Zeit, hat Kinder, hat Arbeit oder so und wenn die nach Hause kommt, ein gutes Produkt, das es bloß noch kurz zubereiten muss, ohne dass es jetzt groß Konservierungsstoffe oder sowas hat, was es im Großmarkt gibt und viel lange MAD hat. Und jetzt hat sie ein gutes Gefühl, wenn sie das zu Hause macht und lecker ist. Großes, gutes Produkt, das ist für mich so ein Stichwort. Wir sprechen ja heute davon, alles muss billig sein. Es gab ja mal ein Schlagwort, Geiz ist geil. Also das Stück Schweinefleisch, den Schweinebraten für, ich weiß nicht, 2,98 Euro oder sowas. Wie sieht das bei Ihnen aus? Das kann ja dann nicht möglich sein. Nee, das ist nicht möglich und unsere Kundschaft weiß das auch und weiß aber auch zu schätzen, was sie zu Hause dann präsentiert. Ne? Und unsere Kundschaft mag unsere Produkte und freut sich, das zu essen. Jetzt sprechen ja alle von Corona. Wie
haben Sie die Corona-Zeit bisher denn überhaupt überstanden? Wie haben Sie das Geschäft aufrechterhalten können? Wie sieht die Situation für Sie persönlich aus? Also bis Corona kam, haben wir leider den Laden schließen müssen seit November. Wir haben, als Corona kam, also wir hatten Corona, Entschuldigung, wir haben den Laden geschlossen, weil wir so viel Catering haben. Wir waren komplett ausgebucht das ganze Jahr. Und jetzt kam Corona, war nichts mehr da. Dann haben wir keinen Tag gezögert, wir haben 1000 Flyer hergestellt, haben den Laden wieder eröffnet, haben wieder volle Präsenz und die Kundschaft hat das dankend angenommen. So, dass wir den Laden auch nicht wieder schließen werden. Und freuen uns auch, dass die Kundschaft das zu schätzen weiß. Ja, das ist eigentlich dann doch ein schöner Ausblick. Aber es zeigt sich, wie viele, ich sage jetzt mal kleinere Betriebe, in Anführungszeichen Handwerksbetriebe oder Geschäfte, noch vor großen Herausforderungen stehen, wenn wir hier nicht bald zu einer großen Änderung kommen. Ich möchte aber jetzt hier keine Trübsal blasen, sondern Genuss ist ja was ganz Tolles und jeder freut sich, wenn er genießen kann und genießen darf. Küche, machen Sie mal so einen kleinen Speiseplan oder so einen kleinen Teller parat. Jetzt nur für das Auge? Für das Auge. Also wir bieten von Kleinigkeiten, vom Flammkuchen in verschiedenen Variationen bis hin zu Spätsommersalaten. Also wir sind ja nicht mehr im Sommer und noch nicht im Herbst, also im Spätsommersalat. Wir haben momentan Wild neu auf der Karte. Wir haben ein Rind, was wir derzeit aus Luxemburg beziehen, was dort unter sehr hohen Qualitätsstandards aufgezogen wird. Wir haben sehr gutes Geflügel, wir machen Fisch, wir haben Oktopus, wir haben eine Fischplatte vom Grill. Und also ein bunter Querschnitt. Im Prinzip alles, was gut schmeckt, alles, was sehr gut zum Wein passt, was sich genießen lässt, für den großen und für den kleinen Hunger. Also bei uns findet jeder sogar... Wer sich vegan, vegetarisch oder vegan ernährt, wird bei uns glücklich. Wir produzieren vegane Burger-Patties, die wir vielfältig auch in den Speiseplan mit einfließen lassen. Es gibt bei uns alles, was schmeckt, alles, was lecker ist. Ein Stichwort noch, der Allergiker oder der irgendetwas nicht verträgt, wie sieht das damit aus? Also wir produzieren grundsätzlich alles selbst, vom Gewürz über die Speisen sowieso. Und wir wissen über jedes Gericht, was die Küche verlässt, Bescheid, was drin ist, und wir können auf alles auch kurzfristig reagieren, weil wir eben alles frisch produzieren und keine Convenience-Produkte verwenden. Also wer an irgendwelchen Allergien leidet, gerne zu uns kommen, uns ansprechen und wir finden da immer einen Weg, das Essen so zuzubereiten, dass jeder das auch vertragen kann. Jetzt stehen wir hier vor uns, ja, die Biertheke, sag ich mal, aber hinter uns Wein. Wie sieht das mit der Auslage aus, wer hat die Weine ausgesucht und woran haben Sie sich da überhaupt orientiert? Also Wein war für uns immer das Thema, was wir ergreifen wollten für unser Bistro, weil ich bin von der Mosel, da wächst man quasi am Rebstock auf und die Affinität zum Wein war immer schon da und wir haben gesagt, wir machen viel Wein, wir machen deutsche Weine, wir unterstützen die deutschen Winzer und wir brauchen keine Italiener und keine Spanier, Chile aus Übersee, die Weine, die hier rüber geschifft werden. Wir haben hier so gute Produkte und so nette, tolle Winzer, die es einfach verdient haben, dass wir deren Produkte verkaufen und die Gäste wissen es zu schätzen, die Gäste mögen das. Wir haben ein großes Sortiment vom Weinhaus Lergenmüller aus der Pfalz, mit dem wir auch befreundet sind und das sind so Produkte, die nicht wir, sondern unsere Gäste aussuchen und die halt entscheiden, das sind die Weine, die sind lecker und die möchten wir hier bei euch trinken. Dann zum Schluss bleibt mir nur noch die Frage, wie sieht's aus, wo kann ich mich informieren, wann geöffnet ist oder welche Themenabende anstehen, damit ich mal hier vorbeikommen kann, um auch zu genießen. Also wir haben natürlich eine Facebook-Präsenz, wir haben eine Instagram-Präsenz, wir haben eine Internetseite www.genussfabrik-trier.de, wo alle Informationen eben zu finden sind, oder anrufen. Das funktioniert natürlich auch. Also das alte Telefon funktioniert auch noch? Das ja, nur Fax, das haben wir nicht mehr, das haben wir abgeschafft, aber telefonieren, das können wir noch. Ja, meine lieben Zuschauer, sehen wir noch was?
Ich wollte noch gerne unseren Mittagstisch erwähnen. Wir haben von Dienstag bis Freitag ab 12 Uhr immer einen ganz, ganz leckeren Mittagstisch. Die Auswahl findet ihr auch auf unserer Internetseite oder unserer Facebook-Seite. Ja, also dann, wie gesagt, ja, jetzt noch für unsere Zuschauer hier etwas ganz Besonderes, ein Präsent aus dem Hause, aus der Genussfabrik, und zwar von dem Ehepaar Stoller selber hergestellt. Was es ist, werden Sie erfahren, wenn Sie eine Mail schicken. Und dann können Sie dieses Präsent gewinnen und hier im Hause abholen. Ja, Frau, Herr Stoller, herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Ja, und für die Zukunft alles Gute und immer wieder ein volles Haus und vor allen Dingen nichts verwürzen. Würzen ja, aber nicht verwürzen. Also immer ein ruhiges und gutes Händchen. Und Sie, meine lieben Zuschauer, können das dann genießen. Andreas Peters, Präsident der ATK, Arbeitsgemeinschaft Trier Karneval. Normalerweise, Andreas, wenn wir uns begegnen und du zu Gast in der Pinnwand bist, dann haben wir ja eine fröhlichere, eine freiere, eine schönere Angelegenheit, miteinander zu sprechen. Aber Corona setzt andere Maßstäbe, auch im Karneval. Ja, natürlich. Es ist dieses Jahr eine ganz besondere Situation und wir haben schon viele gemeinsame schöne Interviews geführt, die über lustige Themen gingen, aber jetzt ist es natürlich auch mal der Zeitpunkt, dass man über sowas reden muss. Das ist schon wahr, das ist schon traurig. Wie sieht es denn aus? Habt ihr schon Entscheidungen getroffen für diese Session 2021 oder wird noch abgewartet, ob sich noch was tut? Denn das ist ja alles ganz problematisch. Es gibt einerseits mal wieder mehr Öffnungen, dann kommen sofort wieder der Lockdown und was weiß ich nicht. Also man weiß ja überhaupt nicht, wo man steht. Ja, wir sind quasi natürlich seit dem Frühjahr dran am Überlegen, wie wirkt sich das aus. Wir hatten alle die Hoffnung, dass es vielleicht bis dahin vorbei ist, dass vielleicht ein Impfstoff da ist oder sonst irgendwelche Möglichkeiten da sind, den Karneval normal zu feiern. Aber es sieht ja nicht danach aus. Und klar, wir von der Seite der ATK, die wir ja für die Veranstaltungen, die über das Vereinsleben eines einzelnen Vereins hinausgehen, also 11.11., Weiberfastnacht, Rosenmontag, Intronisation, Kaiser-Augustus-Orden, das sind ja diese Veranstaltungen, die wir als Gemeinschaftsveranstaltung unserer Vereine für die Öffentlichkeit machen. Da haben wir jetzt eine Entscheidung getroffen. Wir haben uns jetzt Anfang September mit den Verantwortlichen der Vereine getroffen, über alles diskutiert, die Möglichkeiten ausgelotet und haben eine Entscheidung getroffen, wie wir jetzt weiter vorangehen. Ja, und wie sieht das aus? Wie werdet ihr weiter vorangehen? Kannst du uns da schon was Konkretes verraten? Ja, wir haben natürlich zuerst überlegt, was dürfen wir überhaupt? Da fängt das erste Problem an, weil wir nicht wissen, was wir in 2 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen dürfen. Das ist natürlich schon ein Problem. Wir haben uns natürlich an die Situation oder jetzt mal die Situation zugrunde gelegt, wie wir sie jetzt aktuell hatten zu dem Zeitpunkt. Dann haben wir überlegt, können wir das überhaupt umsetzen? Hygienekonzept umsetzen? Können wir überhaupt Karneval feiern mit anderen Leuten? Können wir die Verantwortung dafür übernehmen, wenn was passiert? Und natürlich die letzte Frage ist, wollen wir das? Ich meine, wir brauchen nicht darüber reden, dass wir alle Karneval wollen oder dass wir Karneval feiern wollen. Aber wollen wir auch die Verantwortung dafür übernehmen, was da passiert? Wollen die Verantwortung für die eigenen Leute, die Verantwortung für die Bevölkerung? Und das ist natürlich schon eine schwerwiegende Aufgabe. Wir haben versucht, ein paar Projekte aufzustellen, die eventuell möglich sind. Die würden aber dazu führen, dass wir das, was wir eigentlich wollen, die Bevölkerung in das Geschehen mit einzubeziehen, eigentlich nicht machen können. Und dann haben die Vereine einstimmig entschieden, dass wir dann zumindest die Eröffnung am 11.11. genauso wie die Gala nicht stattfinden lassen, weil es einfach nicht möglich ist, davon mal abgesehen auch nicht finanzierbar ist für uns. Und wir haben uns noch so ein bisschen Puffer gelassen für Weiberfastnacht, Rosenmontag, aber die letzten Wochen haben gezeigt, auch in den Großzentren Köln, Düsseldorf, dass es da auch sehr schlecht aussieht, wenn nicht irgendwas passiert, aber die Hoffnung stirbt als Letztes. Du hast mir jetzt eigentlich so viele Stichworte gegeben, dass wir uns eine halbe Stunde über dieses Thema unterhalten können, denn das ist ja auch unwahrscheinlich vielfältig, ob das jetzt Sponsorengelder sind, ob das Beleuchtung ist, ob das Künstler sind, alles was da im Hintergrund mit eine Rolle spielt, muss ja mit bedacht werden. Und es ist ja nicht nur die Leute, die jetzt unbedingt
direkt im Rampenlicht sind, die betroffen sind, sondern das ist ja viel, viel mehr, was da abspielt und worauf man achten muss. Eigentlich hattet ihr ja, denke ich, schon geplant. Man plant ein Prinzenpaar. Wer bekommt den Kaiser Augustus? Und wie sieht das denn jetzt überhaupt aus für diese Session? Was sagen die Leute? Ein Prinzenpaar stellt sich doch darauf ein ganzes Jahr lang, sage ich, vom Urlaub her über alles, was damit zusammenhängt. Und jetzt auf einmal nichts. Ja, ich glaube, wenn man Einzelpersonen herausheben will, für die es am schwersten sind, ist es sicherlich das Prinzenpaar, was dieses Jahr jetzt zurückgezogen hat, beziehungsweise es ja keinen Sinn hat, ein Prinzenpaar zu intronisieren, ohne dass Karneval in dem Sinne stattfindet. Für dieses, glaube ich, als Einzelperson am schwersten. Natürlich für andere Karnevalisten auch, aber für die wäre es ihr Jahr gewesen. Wie schon gesagt, alles geplant, alles organisiert und dann fällt es ganz einfach ins Wasser. Das ist natürlich am schwersten. Ja, wir müssen natürlich in Trier bedenken, dass wir den ehrenamtlichen Karneval haben. Das heißt, wir sind ja ganz viel von ehrenamtlicher Tätigkeit, von vielen freiwilligen Helfern abhängig, aber auch ganz viel von Freunden, Gönnern und Sponsoren. Und da ist natürlich dieses Jahr bei denen auch nicht das optimale Jahr gewesen. Wenn man sieht, bei uns die Gastronomie, die uns sehr unterstützt, das war nicht der Top-Jahr. Die Veranstaltungstechnik, die Sicherheitsdienste, das sind genau die, die durch den Ausfall vieler Veranstaltungen ganz schön gebeutelt sind und die zu unseren Hauptsponsoren gehörten mit, auch Bitburger Brauerei, brauchen wir nicht drüber reden, die hat auch nicht sonderlich viel an irgendwelchen Sommerfesten dieses Jahr verdient. Das sind die Sachen und natürlich auch die vielen, vielen Kleinen, die uns unterstützen, die auch Probleme haben. Und einer sagte so schön, ich kann nicht 3 Monate meine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken und dann den Karneval sponsern. Das kann ich mir nicht leisten und das möchte ich einfach nicht. Da muss man dann auch Verständnis haben. Und da sind wir schon bei der zweiten Sache. Können vielleicht noch mit viel Einsatz und mit allem drum und dran, aber finanziell einfach gar nicht umsetzbar mit diesen Auflagen, weil wir haben weniger Einnahmen bei weniger Gästen, wenn die denn überhaupt möglich wären. Wir haben viel mehr Ausgaben und das Ganze bei gleichzeitig weniger Sponsoren. Also eigentlich unmöglich, das Ganze umzusetzen, was zumindest den 11.11. oder die Gala betrifft. Und auch sicherlich bei vielen Vereinen die einzelnen Veranstaltungen. Prinzenpaar, verschiebt sich das dann wiederum einfach nur um ein Jahr oder ist das denn endgültig zurückgezogen? Denn ihr plant ja nicht nur, sage ich jetzt mal, von der Hand in den Mund, sondern ja schon einige paar Jahre im Voraus. Ja, wir sind ja in der glücklichen Lage, dass wir seit ein paar Jahren doch auf die nächsten Jahre hinaus die Prinzenpaare schon mehr oder weniger feststehen. Das hängt davon ab, dass viele Vereine sind, die Jubiläen feiern und zu dem Zeitpunkt dann ihr Prinzenpaar stellen wollen. Das jetzige Prinzenpaar hat erstmal komplett zurückgezogen. Die nächsten Prinzenpaare sind angedacht. Das sind Prinzenpaare aus Vereinen, die Jubiläen feiern oder sonstige besondere Anlässe haben. Wir müssen noch insgesamt drüber sprechen, aber es wird wohl eher so sein, dass dieses Prinzenpaar, was sich dieses Jahr so viel vorbereitet hat und so viel bemüht hat, dass es, wenn überhaupt, dann zu einem erheblich späteren Zeitpunkt die Möglichkeit bekommt. Das heißt, wir reden dann von in 3-4 Jahren, weil die nächsten 3-4 Jahre sind eigentlich schon fest verplant. ATK-Gala, Kaiser Augustus Orden? Ja, ATK-Gala, wozu ist sie da? Sie ist da zum Intronisieren des Prinzenpaars. Das hat sich dann erledigt. Ja. Die zweite Sache, Kaiser Augustus Orden. Da bin ich natürlich mit dem anvisierten Ordensträger im Gespräch und versuche ihn davon zu überzeugen, dass 2022 ja auch ein schönes Jahr wäre und auch noch karnevalistischer wäre. Hoffe, dass seine Zusage bleibt, die wir bisher haben. Aber unsere Kaiser-Augustus-Ordensträger sind immer ganz begeistert von dem, was bei uns passiert. Von der Europahalle, von 900 Leuten, wo die Verbindung zwischen den Leuten, die auf der Bühne steht und denen, die im Publikum sitzen, da ist. Und wer jetzt in der Europahalle, ich sag mal, mit 1,50 Meter Abstand, mit 400 Gästen, mit einem Programm, mit Garten, die nicht trainieren konnten, mit Musikgruppen, die nicht trainiert haben oder so, das wäre keine Gala, die ich irgendwo in dem Moment auch für sinnvoll halte, um einem wirklich guten Ordensträger Trier nahe zu bringen. Und davon leben wir einfach. Das sind jetzt die Veranstaltungen der ATK, aber du bist ja auch in den Vereinen direkt mit integriert. Wie sieht es da aus? Haben die schon Entscheidungen getroffen oder generell, wie ist die Stimmung da? Also ich denke, auch wenn bei der letzten Sitzung noch 2 Entscheidungen ausstanden, weil noch keine Versitzungen stattgefunden haben, ist es bei fast allen Karnevalsvereinen, dass die normalen
der Sitzungskarneval in dem Sinne nicht stattfinden wird. Viele sind am Überlegen, irgendwelche Alternativen auf die Beine zu stellen. Es gibt ja schon einzelne Vereine, die manche Sachen angeboten haben. Da möchte ich allerdings nicht vorgreifen, das soll bitte jeder Verein selbst veröffentlichen, dafür sind wir auch nicht verantwortlich. Was wir angeboten haben, und da sind wir jetzt am Eruieren, ob das funktioniert, ob wir gemeinschaftlich einzelne Programmpunkte wirklich aufzeichnen und dann online stellen, in Streamingdienste oder sonst irgendwie veröffentlichen. Aber da gehen auch die Meinungen der Künstler oder der Aktiven sehr auseinander. Es gibt den Büttenredner, der sagt, ich habe da gar keine Probleme, meine Bütte zu halten von der Kamera. Der andere sagt, wie soll ich meine Bitte halten, wenn ich kein Publikum habe, mit dem ich interagieren kann. Da gehen die Meinungen auseinander. Wir werden jetzt bis Ende September, Anfang Oktober haben wir um Rückmeldungen gebeten. Und wenn wir ein passendes Programm zusammen bekommen, werden wir das seitens der ATK uns auf die Fahne schreiben, das passend umzusetzen und dann natürlich auch zur gegebenen Zeit zu veröffentlichen. Nun spielte das Fernsehen da eine ganz große Rolle? Gibt es seitens der großen Sender, jetzt sage ich erstmal ZDF oder ARD oder wie auch immer regional, denn schon irgendwelche Verhandlungen oder Ideen, sowas zu machen, was dann vielleicht auch mal wieder Trier wäre, ohne Publikum oder sowas? Also ich hatte ein, zwei Gespräche mit überregionalen Fernsehsendern, wobei natürlich die Situation ja nicht nur in Trier so ist, sondern auch in Köln, Düsseldorf, Mainz, in den absoluten Hochburgen und da sicherlich auch ganz viele sind, die sich präsentieren wollen. Das heißt, es wird wie immer sein, Trier kommt vielleicht, aber wir wissen es noch nicht, aber für uns ist das Wichtigste, erst müssen wir ein Programm auf die Beine stellen und wenn wir dann was haben, dann können wir über andere Dinge nachdenken. Andererseits machen wir in Trier Karneval für Trierer und da haben wir schon Möglichkeiten, das Ganze doch irgendwo zu veröffentlichen. Ja, das glaube ich auch. Also, ja, eine, ich sag mal, ein nicht so schöner und ja, erfreulicher Ausblick, aber wir müssen mit dem leben, wie es ist. Und wenn man bedenkt, die Zahlen, die man jetzt hört und sieht und das, was auch bei uns in der Nachbarschaft und Luxemburg und so weiter um sich geht, dann glaube ich, kann man überhaupt nicht planen und man muss hier einfach sagen, wir müssen abwarten und der Karneval 2021 wird nicht so stattfinden, wie wir das bisher gewohnt sind. Ja, man muss ganz einfach sagen, trotz Spaß und Humor, die Gesundheit geht vor. Ja, aber dennoch würde ich sagen, lassen wir uns das nicht alles verdrießen und wollen noch einen genießen. Ja, schönen Dank, Andreas. Gerne. Und hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Zu einem positiven Thema. Jawohl. Ein buntes Programm, so wie Sie es von der Pinnwand gewohnt sind. Musik. Ja, und jetzt haben wir einen ganz besonderen Gast. Einen Zauberer. Der Zauberer Sigi. Sigi, wie wird man überhaupt Zauberer? Du siehst so gar nicht nach Zauberer aus. Na gut, wie sieht ein Zauberer aus? Zylinderhäschen hat man heute nicht mehr. Und wie wird man Zauberer? Ich hatte als Kind keinen Zauberkasten. Ich hatte mit 14 ein, zwei tolle Zauberroutinen. Dann ist das eingeschlafen. Und vor 10 Jahren war ich im Autohaus hier in Trier und da war ein VIP-Abend mit Essen, Trinken und Rahmenprogramm. Und da war ein Zauberer. Und der hat mich auf die Bühne geholt und als ich von der Bühne kam, habe ich gesagt, Mensch, das will ich auch können. Und so fing ich dann vor 10 Jahren an mit dem Zaubern. Und wo bist du heute gelandet, wenn du dich jetzt so ein bisschen beobachtest in deiner beruflichen Karriere? Ja gut, also sagen wir mal so, die ersten Jahre waren schwer. Ne? Man entwickelt sich. Ich bin eigentlich Sigi, der maskierte Magier und ich mache Comedy Magic. Also Zauberei mit Lachen. Und jetzt durch Corona habe ich die Zeit genutzt und habe eine zweite Bühnenfigur erschaffen. Das ist Oskar von Stein. Das hier ist auch hier zum Beispiel das Oskar von Stein Outfit. Und Oskar bietet an Mentalmagie und Showhypnose. Ich habe jetzt alles dran gesetzt, alles in eine Waagschale gelegt, weil 2021 geht es weiter und erst ab dann kann man Oskar buchen. Ja, und Sigi, der macht Hochzeiten, Firmen-Events, Gastro-Magic. Keine Kinderzauberei,
das betone ich immer. Aber wir haben in Trier zum Beispiel einen Zauberstammtisch und wenn ich Anfragen kriege für Kinderzauberei, die gebe ich gerne weiter. Ich habe mal gelesen, also der Zaubererkasten hast du angesprochen, da kann man einiges lernen, man kann sich Zaubertricks kaufen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie entwickelt man sich denn da weiter? Okay, also es gibt zum Beispiel diesen magischen Zirkel von Deutschland. Und der hat Ortszirkel. Und in jedem Bundesland sind dementsprechend Ortszirkel. Und Rheinland-Pfalz hat zum Beispiel Kaiserslautern, Mainz und Koblenz. So, das wäre das Nächste für mich zu fahren oder eben ins Saarland Saarbrücke. Und wir arbeiten momentan dran, vielleicht einen Stammtisch, den Zauberstammtisch zum magischen Zirkel umzuwandeln, also einen Ortszirkel. Und durch Bücher, durch Seminare, durch Workshops. Also man kriegt die Techniken gezeigt, aber üben muss man natürlich selber. Ne? Das ist jetzt das Stichwort, üben. Wie lange muss man üben, bis man wirklich einen Trick beherrscht? Den kann man ja, ich sag jetzt mal von Handbuch her, ganz schnell sich angelesen haben, aber dann geht es ja doch, den so zu verfeinern, dass das Publikum davon wirklich begeistert ist. Ja, wie lange? Also es gibt Sachen, die habe ich 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate, 24 Monate geübt und kann sie immer noch nicht, dann kommen die wieder in die Schublade. Und dann gibt es Sachen, die kann man sich sehr schnell drauf arbeiten. Aber dieses Üben, also auch wenn ich in Urlaub war, ich habe immer Requisiten dabei, Karten, Gummibänder, Schwammbälle. Also man muss in der Übung bleiben. Ne? Und es ist auch ein bisschen Talent, wenn man es hat. Jeder kann zaubern lernen, aber jeder kann auch Klavier spielen lernen. Und was ist das Besondere, wenn man so vor einem Publikum steht? Jedes Publikum, denke ich, ist ja auch anders, auch wenn du nicht für Kinder zauberst, aber die sind nun mal auch da. Es ist ja die Bandbreite von 8 bis 80. Das Publikum ist immer wie so eine Wundertüte. Ich komme auf den Auftrittsort, jetzt Hochzeit oder ein Geburtstag, und ich weiß nie, was mich erwartet. So, und es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder die Leute lassen sich drauf ein, weil wenn es heißt, ja, da kommt ein Zauberer. Schon wieder. Nee, also die denken dann an Zylinder, an bunte Tücher, an Kaninchen im Hut. Was ich mache, ist was ganz anderes. Oder wie gesagt, die lassen sich drauf ein und wir haben einen schönen Abend. Und Zauberei ist eigentlich nur Verdrehen der Realität. Unsere Realität wird bestimmt durch unsere Sinne, was wir hören, was wir sehen, was wir fühlen. Und jetzt komme ich ins Spiel, ich stelle die Realität auf den Kopf, weil deine Augen sehen was und dein Verstand sagt, das geht nicht. Das ist jetzt vorstellbar für mich. Aber noch einmal zurück, die Zeit, die du investierst oder wie du dich auf das Publikum einstellst, ist das ein festes Programm oder sagst du, oh nee, bei denen da muss ich jetzt ein bisschen switchen, wie funktioniert das? Bist du so flexibel oder sagst du, auf Teufel komm raus, das da ziehe ich durch, das ist mein Programm für heute? Nein, man muss immer aufs Publikum eingehen. Also jetzt seinen Stiefel zu ziehen und zu sagen, ich breche das hier jetzt durch, komme was wolle, das keinem geholfen, weder mir noch dem Publikum. Also ich muss immer flexibel sein und bei meinem Programm ist es so, ich hole mir für jede Nummer jemand nach vorne, der mir assistiert, der mit mir zaubert und ich weiß nie, wie der tickt. Ne, es gibt da Menschen, die wollen lustiger sein wie der Onkel da vorne, dann gibt es welche, die sind sehr introvertiert. Das hat auch was mit dem Audience Management zu tun, wen hole ich mir nach vorne. Aber man muss wirklich offen sein, weil dieses Programm hat einen roten Faden, aber ich muss flexibel sein, es auch anders zu gestalten. Es gibt ja eine Vielfalt von Zaubertricks. Woher weiß ich jetzt so ein bisschen, wie du tickst? Ja, okay, also ich habe 2 Figuren. Ich habe Oskar von Stein, ja. Der macht Mentalmagie und Showhypnose. Das ist mehr so für größere Feiern, Events, Business-Events.
Und dann habe ich Siggi, der maskierte Magier. Und Siggi ist, ja, den kann man auch für 10 Leute im Wohnzimmer buchen, den kann man auch buchen für eine Hochzeit. Der macht einfach nur Spaß. Also da ist dieses Entertainment wichtiger wie die Zauberei. Also ich benutze die Zauberei zum Unterhalten. Und beim Oscar wird es mehr magischer, wo die Leute nachher rausgehen und denken, wie hat das gemacht? Ja. Ja, das soll ja immer im, sage ich jetzt mal, im Hinterkopf bleiben, dass man damit sich beschäftigt, wie hat der das gemacht? Wie hat er das gemacht in den letzten Monaten? Ja. 5 Monate nichts. Mir ist alles eingebrochen. Ich hatte Hochzeiten, ich hatte Geburtstage und jeden Tag hat das Telefon 3-4 Mal geklingelt. Ich habe Mails bekommen, ja, die Leute wussten nicht, können sie heiraten. So, und es war halt so. Der Vorteil war eben, ich habe jede Menge freie Zeit genießen können mit der Family, wo ich normalerweise am Wochenende immer am Auftreten bin und konnte eben auch die Zeit nutzen, um jetzt einen Oscar von Stein zu kreieren, wo ich momentan noch dran bin. Finanziell eine Katastrophe, keine Einnahmen. Sogar meine Frau hat gesagt, weil man wird unzufrieden, es wird Zeit, dass du wieder zaubern gehst. Aber das Schlimmste, was mir gefehlt hat, ist einfach die Leute zu unterhalten. Das Lachen, der Applaus, einfach die Situation, wieder unter Menschen zu sein und denen meine Kunst zu präsentieren. Ja. Und wo kann ich jetzt erfahren, deine Kunst zu präsentieren? Ist das im Internet zu erfahren oder ein kleiner Film oder wie auch immer? Wie sieht das aus? Filme gibt es von mir nicht. Darauf bin ich auch ganz stolz, weil die Kamera kann es nicht einfangen, die Situation, die Stimmung. Und dann in der heutigen Zeit ist es so, die Leute wollen ja unbedingt wissen, wie es geht. Und dann schauen die sich das Video 30, 40 Mal an, nur um rauszukriegen, wie hat er das gemacht. So, ich habe eine Homepage, ich denke mal, der Name wird nachher eingeblendet. Und darauf sind meine Kontaktdaten, da steht auch ein bisschen was über mich, was ich anbiete, was ich kann. Und 90% meiner Buchungen sind Menschen, die mich schon mal gesehen haben oder die mich weiterempfehlen haben. Schlimm ist es, wenn ich Blindbuchungen kriege, wenn Leute gar nicht wissen, was ich mache, sondern die suchen einfach nur einen Zauberer, wo ich dann sage, ja, aber mein Programm ist etwas spezieller. Also jetzt als Siggi. Und als Oscar wird es auch so sein. Gut, also da sind alle Möglichkeiten. Jetzt aber noch die Frage, Film gibt es nicht, vielleicht für unsere Zuschauer noch etwas. Hat der Siggi da was im Hut, auch wenn es kein Kaninchen ist? Im Hut, nein, ich habe sogar 2 Sachen vorbereitet. Und zwar mache ich heute was, das ist eine Weltpremiere, ich verrate einen Trick. Wir Zauberer haben Ehrenkodex, wir dürfen keine Tricks verraten. Ne? Aber du darfst das. Nee, ich darf es nicht, aber ich mach's. Ach, das ist noch besser. Aber ich gehe nicht hin, ich mach's. Kein Trick von mir, den ich verrate, sondern vom Kollegen. Vom David, wie heißt der? Der spielt in der Wüste, also irgendwo in Las Vegas, das ist der David Copperfield. Und der hat immer große Kisten, wo er immer die Assistentin reinsteckt. Und jetzt ist es bei mir so, die Räumlichkeiten lassen das nicht zu. Große Kisten passen auch nicht, deswegen habe ich jetzt mal hier. Das müsst ihr euch jetzt in groß vorstellen, das ist eine Kiste. Aha. Ja? So. Was der David Copperfield auch immer hat, der hat Assistentin. Jetzt habe ich keine Assistentin, sondern wir sind hier in der Genussfabrik und was es hier gibt, ist unheimlich viel Besteck. Also jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist meine Assistentin, das ist die Kiste. Ja? Soweit klar, ja. In der großen Show dann noch Feuerwerk und Tänzerin so. Und dann geht er immer hin und steckt die Assistentin in die Kiste rein. Ja? So. Und bei der Kiste schauen auch immer Beine raus, also meistens 2, aber das geht jetzt hier nicht. So, und dann hat der Schwert da. Jetzt habe ich eben kein Schwert, also ihr müsst euch das alles in groß vorstellen. Und ich erkläre ja die Nummer, ihr werdet enttäuscht sein, wie es funktioniert. Und wenn er dann kommt und kurz vor der Kiste ist, gibt er der Assistentin in der Kiste ein Zeichen. Dann weiß die, jetzt kommt das Schwert. Aha. Und entweder sie macht sich dann klein,
dass das Schwert vorbeikommt, oder breit. Und wenn das Schwert kommt, dann geht's durch. Mhm. Und ich habe euch ja erklärt, wie es funktioniert. Ja. Also ich löse es auf. Wenn man eine Gabel hat, ist es relativ einfach. Und so funktioniert Zauberei. Ja, das ist wirklich Zauberei. So, und eine Nummer. Wir haben vorher nichts abgesprochen. Nein. Gut, okay. Nein. Ich zauber mit einem amerikanischen Pokerdeck. Das sind 52 Karten. Das französische oder das deutsche Blatt hat nur 32, okay. Da fangen die Zahlenkarten an, 7, 8, 9, 10. Die Bilderkarten, Bube, Dame, ja. König, Ass. Das amerikanische fängt an bei 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilderkarten, Bube, Dame, König, Ass. Und es gibt zwei Farben, Rot und Schwarz. Rot ist Karo und Herz und Schwarz ist Pik und Kreuz. Du darfst dir jetzt irgendeine Karte aussuchen von diesen 52, nur in deinem Kopf, nicht sagen. Kann eine Zahlenkarte sein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dann eine Bilderkarte, Bube, Dame, König, Ass. Kann eine rote oder eine schwarze Karte sein. Hast du die Karte? Ja, ja. Nur in der, nicht sagen. Das wird jetzt eine Mentalnummer. Wir hoffen mal, dass es funktioniert. So. Ich auch. Schau mich an. Ja. Und denk an die Karte, stell sie dir bildlich vor. Mhm. Ich möchte, dass du den Zettel in die linke Hand, in die rechte Hand holst und hochhältst. Nur hochhältst. So, jetzt für die Fernsehzuschauer und auch die anderen hier im Raum, sag zum ersten Mal, an welche Karte du gedacht hast. Kreuz 7. Die Kreuz 7. Jetzt habe ich ja während dem Lockdown jede Menge Zeit gehabt und ich habe gedacht, ich muss eine Persönlichkeit zu meinen Requisiten herstellen. Und zwar habe ich jetzt meinen Karten Namen gegeben. Mhm. Wir haben den Wolfgang, Birgit, Julia, Florian. Das sind auch alles unterschiedliche Karten. Und ich bin mein Telefonbuch durchgegangen und habe 52 Namen aufgeschrieben. Hier Frank, ne? Lisa, also Männlein wie Weiblein. Ralf, Nicole. Nicole habe ich sehr gute Erinnerungen, Karen weniger. Ne? So. Ja, ja. Okay, so und du hattest die Kreuz 7. Ja, immer noch. Kreuz 7. Schauen wir mal. Kreuz 7? Ja. So. Du hattest die Kreuz 7. Dann liest du laut und deutlich vor. Herbert. Kamera sieht's. Okay. Schau um die Zettel. Also jetzt, da muss Herbert. Der Herbert ist am Überlegen, weil der Werner überlegt, wie der Herbert da auf die Kreuz 7 kommt. Aber ja, das ist eben ein Zaubertrick. Ja, schönen Dank, Sigi. Also brauchst es auch nicht zu verraten. Wenn du jetzt wissen möchtest, wie ich das gemacht habe, gut. Du hast da drauf geschrieben, stehen auf allen Karten, Herbert, nee. Nur auf der Kreuz 7. Nur auf der Kreuz 7 steht Herbert, aha. Ich gebe es auf. Also wenn Sie noch mehr solcher Tricks sehen wollen, dann, wie gesagt, wenden Sie sich an unseren Zauber Sigi. Schönen Dank, Sigi, und hoffentlich hast du bald wieder volle Auftragsbücher und kannst dein Publikum begeistern und den entsprechenden Applaus in Empfang nehmen.
Gitarrenmusik heute in der Pinnwand vom Duo Groove in Proof. Und das sind einmal der Johnny Weber, Stefan Völpel. Diese beiden Herren haben Sie gehört, meine lieben Zuschauer, und ich verspreche Ihnen, Sie werden sie auch noch einmal hören. Zunächst einmal, mir ist also aufgefallen, die Gitarre da, die sieht etwas sonderbar aus. Das ist wohl richtig. Das ist eine, wenn man so will, elektrische klassische Gitarre. Also mit Nylonsaiten und von einem deutschen Gitarrenbauer, Frank Crocker heißt der, aus der Münchner Gegend ist der. Und warum keine, sage ich jetzt mal, Gitarre von der Stange? Also eine akustische Gitarre ist problematisch zu verstärken. Das ist also einmal Lautstärken problematisch und auch der Sound ist oft dann etwas unangenehm im Vergleich zum Live. Also man muss schon, das ist etwas Spezielles. Ja, auf jeden Fall, ja. Und ihr spielt eigene Stücke. Ein Duo, da muss man sich ja aufeinander abstimmen. Aber bleiben wir beim Ersten. Zunächst einmal, überhaupt so ein Stück muss ja entstehen. Wie läuft das ab? Einer hat im Prinzip eine Idee oder hat es schon im Kopf auch fertig, das Stück. Aber wir treffen uns dann einfach zum Proben und dann arrangieren wir das Stück zusammen. Also der eine übernimmt die Melodie, der andere die Begleitung. Und so hat es eigentlich ganz gut immer funktioniert. Bei zwei Leuten ist es wesentlich einfacher als mit vier oder fünf. Ich wollte nämlich fragen, wie sieht das aus? Deine Idee, die ist zwar schön und gut, aber mir gefällt die überhaupt nicht. Und vor allen Dingen die Akkorde da, also das ist nicht stimmig und was weiß ich nicht. Da muss man sich doch mal ein bisschen auch durchschraufen. Ja, aber das haben wir im Prinzip schon hinter uns gelassen alles. Also wir können eigentlich ganz gut arbeiten miteinander mittlerweile und wir wissen auch, was dem anderen so ein bisschen gefällt. Insofern, das haben wir schon ein bisschen hinter uns gelassen, so vor 10 Jahren. Hinter uns gelassen, das klingt ja nach einer längeren Zusammenarbeit. Wie lange seid ihr schon zusammen, wie lange macht ihr zusammen Musik? Ja, ungefähr 22 Jahre jetzt. Und ja, so hat es eigentlich angefangen. Vor 22 Jahren haben wir uns getroffen. Zufällig, weil wir in derselben Straße gewohnt haben und dann haben wir relativ häufig auch zusammen spielen können und ja, so kam das Duo dann zustande. Und 22 Jahre, da fällt mir ein, noch 3 Jahre, 25 ist dann, gibt es eine Silberhochzeit? Das wäre schön, ja, wir hoffen das. Also es ist eine CD in Planung und die kommt aber wahrscheinlich oder hoffentlich etwas vorher schon. Aber ich glaube, ihr habt eine CD in Planung, heißt nicht, dass es noch keine CD gibt, sondern ihr seid da auch schon auf CD zu hören. Ja, mittlerweile haben wir 3 CDs draußen und die 4. ist jetzt in Arbeit, wie gesagt. Und ja, und 3 CDs sind über die Jahre entstanden. Eine live, 2 im Studio quasi aufgenommen oder und die 3. wird jetzt, die 4. wird jetzt hoffentlich bald nächstes Jahr noch erscheinen. Müssen wir jetzt abwarten. Und wo kann man die CDs erwerben von euch? Eigentlich direkt bei uns über grooveimproof.de, über die Webseite kann man die bestellen, dann schicken wir Kontodaten mit und bis jetzt klappt das ganz gut, dass wir die das Geld dann auch bekommen von den Leuten und unter anderem haben wir es aber auch in der Stadt beim Musikhaus Kessler haben wir die stehen. Ja, und ansonsten auch die letzte CD ist auch bei Spotify und ja, da kann man die halt auch erwerben oder runterladen und auch über Amazon, glaube ich, auch. Es geht dann alles über den Jazzclub Trier. Die haben die da hingestellt, also quasi rausgestellt. Musik, wenn man euch beim Spielen zuschaut, dann merkt man, dass das, wie soll ich sagen, mehr ist als Hobby, mehr ist als etwas rein nach wirtschaftlichen Interessen, sondern da spielt so das Herz mit. Ja, ich glaube, bei allen wirklichen Musikern spielt erstmal das Herz mit und das Merkantile ist zweitrangig. Wo tretet ihr denn auf? Wie sieht das aus? Wo spielt ihr zusammen? Das ist ganz verschieden. Also man kann uns privat buchen, bei privaten Feiern. Wir haben kulinarische Weinproben gemacht. Wir haben bei Ausstellungseröffnungen gespielt, konzertant natürlich auch. Also ganz vielfältig. Wir machen auch jedes Jahr eine Frankreich-Tour, wo wir einfach in Restaurants spielen und da die Leute unterhalten. Das wird auch ganz gut angenommen.
Ich sehe es an den Gesichtszügen. Die Frankreich-Tour, das ist was Besonderes. Ist das einseitig oder zweiseitig? Ja, das ist absolut zweiseitig, ja. Ja. Eine Frage, haben die Franzosen eine andere Beziehung dazu als die Deutschen oder wie sieht das aus? Kann man da einen Unterschied feststellen? Ja, ich glaube, die Franzosen sind offener für Kleinkunst, vor allem, wenn sie auch auf der Straße geboten wird. Also hier in Deutschland hat man oft das Gefühl, dass es die Leute eher nervt, wenn man ein Restaurant bespielt oder so. Und das ist in Frankreich anders. Und worauf ist das zurückzuführen, dass es so ist? Gibt es dafür eine Erklärung vielleicht? Keine Ahnung, vielleicht ist es einfach die Lebensart allgemein im Mittelmeerraum oder im Südfrankreich speziell. Und da ist auch Tradition, glaube ich. Ich meine, wir haben anfangs auch eher das versucht zu machen und dann haben wir gemerkt, ja, es kommt gut an, wir kriegen gute Rückmeldungen von Leuten und jetzt sind wir irgendwie seit 20 Jahren auch schon dabei, jedes Jahr nach Frankreich zu fahren. Und so wird dann auch der Frankreich-Urlaub immer wieder geplant und kommt immer wieder zustande und ist so ein kleines Highlight im Laufe des Jahres, kann man das so sagen? Auf jeden Fall, wir haben auch mittlerweile einige Freunde dadurch gefunden, auch in Frankreich und mittlerweile auch in der Schweiz und ja, das kann man ganz gut verbinden und es ist immer wieder schön, dann auch zu den Leuten wieder zurückzukommen und dann für die zu spielen. Das waren jetzt konzertante Sachen, macht ihr auch mit Texten oder wie sieht das aus? Wenn es gewünscht wird, können wir auch mit Gesang arbeiten. Das heißt, wir machen dann auch Coversachen, auch ältere, neuere Stücke, auch mit einer Sängerin oder mit einem Sänger, ist kein Problem. Auch auf der neuen CD werden auch Stücke sein mit Gesang, auch eigene wie auch Coverstücke. Ihr seid also sehr vielfältig und sagen wir mal dann auch der Situation angepasst. Ja, sicher, wenn jemand sagt, hier, ich möchte ein bisschen was ein bisschen Aufmerksamkeit erregt, auch ein bisschen mehr mit Gesang, so oft ist ja auch nur instrumental ein bisschen im Hintergrund, wenn es nicht gerade konzertant ist, aber da sind wir eigentlich sehr flexibel auch. Wir haben auch schon mit Bass und Schlagzeug zusammengespielt und erweitern das gerne auch mal so ein bisschen. Wo würdet ihr sagen, liegt jetzt das Hauptaugenmerk? Was ist das Besondere, was euch als Duo da so zusammenhält über die lange Zeit? Ja, einmal natürlich unsere Freundschaft und die Tatsache, dass es uns immer noch wie am ersten Tag Spaß macht, zusammen zu spielen. Und das Feedback des Publikums, was wir über all die Jahre immer wieder bekommen haben, das schweißt zusammen, hält zusammen. Und wie sieht das Ganze jetzt in Corona-Zeiten aus bei euch? Gut, es sind natürlich einige Auftritte weggefallen, aber auch wieder erwarten, haben wir Anfragen vor kurzem bekommen, wo wir dann doch einige Male jetzt gespielt haben oder noch spielen werden. Aber es ist halt schwierig, weil alles, was draußen stattfindet, geht. Was drin stattfindet, wird schwierig. Und auch jetzt gerade im Winter. Also im kommenden Winter, sagen wir so. Ist ja heute schon fast zu kalt. Ja. Hoffen wir, dass es besser wird. Es kann eigentlich nur besser werden. Was ist das nächste Stück, was ihr uns zu Gehör bringt? Das nächste Stück, ist das jetzt das erste gemeint oder das zweite? Das ist das zweite, denn das erste, damit haben wir praktisch oder habt ihr euch vorgestellt und dann kam oder kommt das zweite, das ihr spielt, damit unsere Zuschauer das auch wissen. Okay, das zweite Stück ist von unserer ersten CD und das heißt Folktune. So. Und damit möchten wir uns von der Pinnwand für heute verabschieden und sagen auf Wiedersehen und bleiben Sie gesund.